Das wäre um ein Haar schief gegangen. Ach. Der Plan hat also nicht gelogen. Hier ist der Lagerraum. Mal sehen, was ich hier finde. Immer diese Übertreiber. Ja, wir schauen uns mal hier alles an. Was haben wir? Oh, Kopfkissen. Cool. Die werden in den Betten der Patienten benutzt. Nehmen wir doch gleich mit. Diese zwei nehme ich. Perfekt. Die sind schön groß und herrlich weich. So schön flauschig. Yeah. Was haben wir sonst noch? Arzneikarton. Sie enthalten allerlei medizinisches Material. Können wir da was rausnehmen? Nichts davon gebrauchen. Okay. Haben wir sonst noch was war da? Arzneikartons. Oh, das ist eine Spraydose. Das könnte nützlich sein. Aha. Sie enthalten. Ist hier sonst noch irgendwie etwas? Oh, ein Spritzen. Ja, dann nehmen wir doch eine Spritze mit. Die Spritze ist leer. Habt ihr früher auch immer, als ihr so ein Kind war, so gerne diese Spritzen vom Arzt mitgenommen und dann die mit Wasser gefüllt und sich so gegenseitig angespritzt? Oder macht man das heute nicht mehr? Nehm Buch. Das könnte nützlich sein. Ja, schauen wir mal an, was das für ein Buch ist. Mann, oh Mann. Ganz schön umfangreich. Es enthält Beschreibungen zu fast allen erdenklichen Medikamenten. Okay. Alles cool. Oh. Ich möchte es anders. In der medizinischen Fakultät, gleich hinter meiner eigenen, hatten Sie ein paar von dieser Sorte. Ja, nehme ich doch gleich mit. Gut. Aber ich glaube, dass ich nur den Kopf mitnehmen kann. Er lässt sich an der Seite öffnen, um das Gehirn freizulegen. Danke für die Information. Ich weiß nicht, was drin ist, aber Sie kommen mir verdächtig vor. Lieber nicht anrühren. Ach, mitnehmen das Zeug. Nein. Noch nie was von Ebola gehört? Na klar, und das behalten die oder das waren die in einem Lagerhaus auf. Viel natürlich nicht. Was haben wir sonst noch? Da ist Papier. Ein Krank. Können wir das Krankenblatt mitnehmen? Es ist unbeschrieben. Ja, dann schreiben wir doch da etwas drauf. Verflixt. Der Stift ist völlig ausgetrocknet. Der schreibt nicht mehr. Ja, wie das haben wir doch Alkohol. Der Stift ist zu schmal. Ich bräuchte etwas, mit dem ich den Alkohol hineingeben kann. Ah. Dann mache ich doch das gleich so. Ich ziehe sie mit Alkohol auf. Gut zu wissen. Gut so. Das war ein kleiner Vitaminstoß für den Filzstift. Und der Rest für uns. Ein Schluck Alkohol noch. Okay, jetzt kann er beschreiben, oder? Wunderbar. Ah. Es ist nicht von einem echten Krankenblatt zu unterscheiden. Da ist jemand sehr gut im Fälschen. Okay, haben wir sonst noch irgendwas? Karton. Er beinhaltet einige Aktenordner und Formulare. Ein- und Ausgang von Medikamenten aus den Jahren 94 bis 98. Können wir es mitnehmen? Ich habe kein Interesse an den Aktenordnern. Okay, was haben wir sonst noch? Infusionsständer. Schade, dass sie leer ist. Können wir die so mitnehmen? Ich glaube nicht, dass sie mir nutzen wird. Okay. Aber den Infusionsständer? Ein Ständer, an den man Serumflaschen hängt. Nein. Also ich hätte es jetzt gerne mitgenommen. Also wenn ich die Möglichkeit hätte und so ein Kleptomane wäre, also ich würde alles klauen, besonders solche Infusionen daran. Okay. Wir müssen ja die gerade irgendwie ablenken. Und das heißt, ja, zwei Kissen, Kopf. Kann ich das jetzt so hinlegen? Die Kissen kann man als Körper benutzen. Aber man merkt, dass der Kopf keinem Menschen gehört. Das heißt, wir brauchen noch etwas. Eine Perücke oder etwas, aber ich wüsste... Ja, vielleicht doch. Sie ist doch so ein Schaugirl. Die haben doch ab und zu so solche Perücken mit. Mal schauen, ob das geht. In Ordnung. Schauen wir mal. Prima. Ah. Die Perücke kommt wie gerufen. Ja. Perfekt. Jetzt bin ich nicht ein hübsches Mädchen? Nicht mehr zu sehen. Okay. Jetzt können wir aber das doch alles wieder drauflegen. Mit den Kissen könnte man einen Körper vortäuschen. Den Kopf mit der Perücke hier, die Decke darüber und alles gut zudecken. Ich könnte es wie eine schlafende Frau herrichten. Na, machen wir doch gleich. Oh, sieht sie nicht schön aus, unsere selbstgebastelte Puppe? Das könnte funktionieren. Okay, aber jetzt brauchen wir natürlich noch ein Krankenblatt, damit wir das noch umtauschen können. Und das wechseln wir natürlich direkt mit Gina, dass niemand weiß, dass das sie ist. Obwohl, ich denke, wenn das wirklich Mörder sind, die haben sie ja schon gesehen, also.
So wird niemand wissen, dass Gina in diesem Bett schläft. Also ganz ehrlich, wenn da jemand vorbeikommt und das sieht, dann wird sofort merken, dass das Gina ist. Außer sie hatte eine vor die blonde Perücke, als sie... Okay. Nee, sie war ja nicht mit dem jetzt geflohen. Jetzt wird jeder glauben, dass Gina im Bett liegt. Ah. So ist es besser. Ich fasse lieber nichts an. Haha, nee, nicht sprechen. Hey, wo ist da die Hand? Ich möchte die Hand. Gib mir die Hand mit Gina, los. Na, dann halt nicht. Okay, und was jetzt? Jetzt müssen sie irgendwie noch wecken. Wie könnte ich die jetzt am besten wecken? Oh, da sind noch ein paar Sachen, die habe ich ja gar nicht gesehen. Tabletten, was? Tablettenblister? Somnilon, ein starkes Schlafmittel. Und, Er ist an einer Stelle eingerissen. Wahrscheinlich, als Gina das Schlafmittel eingenommen hat. Ach so, das ist das Schlafmittel. Mann, oh Mann, ganz schön umfangreich. Es enthält Beschreibungen zu fast allen erdenklichen Medikamenten. Okay, das heißt, dann könnten wir doch theoretisch... Haben wir nicht die Nebenwirkungen so, oder? Später. Sie schläft tief und fest. Na, keine Ahnung. Vielleicht könnte ich da einen Becher ausfüllen und sie irgendwie anspritzen. Ich schau mal kurz. Oh. Das ist es nicht. Es muss das andere sein. Also, sag auf Wiedersehen, kleines Miststück. Hey! Gina! Hey! 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 Gott sei Dank. Sie schläft nur. Diese verdammte Beruhigungspille muss ein Schlafmittel für Elefanten sein. Okay. Das Wichtigste ist, dass der Trick funktioniert hat und sie auf die Puppe im anderen Bett geschossen haben. Das heißt, alles, was Gina mir erzählt hat, ist wahr. Sie wollen sie wirklich umbringen. Es waren also keine Hirngespinste. Also, Brian, erstmal beruhigen. Die Killer glauben jetzt, dass sie tot ist. Damit gewinnen wir ein bisschen Zeit. Aber ich darf keine Sekunde verlieren. Ich muss Gina wecken. Wir müssen hier sofort verschwinden, bevor man entdeckt, dass sie noch lebt. Na toll, aber... Also, er hat einen Schuss gehört im Badezimmer. Der andere musste hier raus, hat hier geschossen und der brüllt die Hey, hey, hey. Und der Mörder hört das nicht? Ich glaube, der Mörder wusste ja nicht, dass sie hier schläft oder irgendetwas. Also hätte das er sehen können. Also hätte ich theoretisch gerade beide umgebracht, wenn ich jetzt ein Mörder wäre. Aber naja. Nichtsdestotrotz, wir haben ja hier unser Dings. Ich kann doch das jetzt hier mal lesen. Sehen, was hier über Ginas Schlafmittel Somnilon steht. Es ist sehr stark und wirkt praktisch sofort. Der Patient schläft über Stunden und kann nur durch eine kalte Dusche geweckt werden. Hm. Ich trage Gina lieber nicht zur Dusche. Nein, warum sollte ich? Weil sie dann wach werden würde, vielleicht, und wir das Rätsel gelöst hätten und sie wach wäre. Na toll. Na dann brauchen wir vielleicht diesen Becher hier um Wasser und wir werden sie dann einfach so mal nass spritzen. Sonst hätte ich auch gerade keine Lösung. Der Becher ist eingerissen. Ich glaube nicht, dass er lange Wasser halten kann. Toll. Okay, schnell, schnell, schnell. Viel zu spät. Im Becher ist kein einziger Tropfen mehr. Wow, ist das gar kein Boden drin oder sonst irgendetwas? Eine kalte Dusche. Was könnte ich da wohl am besten tun, um die aufzuwecken? Habe ich hier sonst noch irgendwie etwas übersehen? Ja, toll. Ja, zum Glück weiß ich das. Ein Sprinkler, also, falls es mal brennt. Na, wenn es doch mal fast brennt, dann haben wir doch hier extra Streichhölzer. Er ist viel zu hoch. Ich komme mit dem Streichholz nicht nah genug heran. Ein Stuhl und das haben wir nicht.
Aber wir hätten... Das halte ich für keine gute Idee. Ich schon. Gute Idee. Aha. Ich kann es als Flammenwerfer benutzen und den Sprinkler auslösen. Das Wasser wird Gina sicher wecken. Gut, los geht's. Vorsicht, Brian. Nicht, dass du dir die Finger verbrennst. Ah, ich verbrenne. Scheiße. Endlich wachst du auf. Schnell, wir müssen uns beeilen. Aber was ist passiert? Dieses Wasser, der Rauch, das Feuer! Ich erkläre es dir später. Ich nehme deine Sachen und du ziehst dich im Auto um. Komm, wir müssen zum Parkplatz. Auf mich. Hey, dein Stil gefällt mir. Zuerst versuchst du mich mit deinem Wagen umzubringen und danach rettest du mir das Leben. Machst du sowas öfter? Nein, ich habe nur... Glücklicherweise hast du meine Tasche. Das heißt, wir haben das Kruzifix noch, das mir mein Vater gab. Wir müssen jetzt unbedingt... zur nächsten Polizeistation gehen. Diese Angelegenheit ist mir zu heiß. Die Polizei soll sich ihrer annehmen. Nein, nein, keine Polizei, bitte. Die Regierung selbst hängt mit drin. Wir können ihr nicht mehr vertrauen. Gina... diejenigen, die deinen Vater umgebracht haben, sind ja jetzt auf der Spur. Wenn wir zur Polizei gehen, werden die sich darum kümmern. Und ich sage dir, nein. Die Sache kann große Kreise ziehen und der Polizei kann man nicht trauen. Wir müssen herausfinden, was es mit dem Kruzifix auf sich hat. Hör mal, das alles scheint mir total verrückt. Es ist dein Problem, wenn du nicht zur Polizei gehen möchtest, aber ich möchte nichts davon wissen. Ich fahre nach Kalifornien, denn in Berkeley wartet man auf mich und... Ich kann es nicht glauben. Zuerst fährst du mich an und jetzt willst du mich im Stich lassen. Und ich, naives Ding, hab geglaubt, dass... Aber... Mach dir nichts draus. Was interessiert es dich, dass sie meinen Vater umgebracht haben und jetzt mich umbringen wollen? Was interessieren dich meine Familienangelegenheiten? Schon gut, schon gut. Weißt du, was wir machen werden? Ein Freund von mir ist Anthropologe. Er arbeitet im Museum für Anthropologie und Naturgeschichte in Chicago. Es liegt fast auf meinem Weg. Ich werde dich dorthin bringen. Wir werden versuchen, dort etwas über das Kruzifix herauszufinden. Einverstanden? Ich wusste, dass ich mit dir rechnen kann. Du bist ein Schatz. Fahr los, wir dürfen keine Minute verlieren. Sag mal, weißt du, wo meine blonde Perücke geblieben ist? Sie war in meiner Tasche und ich finde sie nicht. Habt ihr sie gefunden? Ja, schon, Don Roberto. Gustav stellt gerade Nachforschungen im brennenden Krankenhaus an. Ich kann es mir nicht erklären, aber das Mädchen ist entkommen. Und sie scheint bei dem Mann zu sein, der sie angefahren hat. Verdammten Idioten! Habt ihr den Wagen dieses Typen schon identifiziert? Ja, Don Roberto. Wir haben das Modell, die Farbe und das Kennzeichen. Gut, Fjodor. Geht zu Gustav und trefft eure Vorbereitungen. Sobald der Wagen gefunden ist, werdet ihr sie in Empfang nehmen. Wie Sie wünschen, Don Roberto. Ich versichere Ihnen, diesmal werden wir nicht scheitern. Das hoffe ich für euch. Ruhig, Roberto. Die zwei werden nicht weit gekommen sein. Hallo, mir kommt da eine Idee. Fast freue ich mich, dass das Mädchen noch am Leben ist. Was meinst du damit? Dieses Mädchen hat gesehen, was passiert ist, und wenn sie redet, könnten wir Probleme bekommen. Ich weiß, aber sie ist doch eindeutig nicht zur Polizei gegangen. Und warum? Ich weiß nicht. Vielleicht tut sie es ja gerade. Ich wette mit dir um $1, dass sie es nicht tun wird. Sie weiß irgendetwas. Ich glaube, dass unser Mann mit ihr gesprochen hat, bevor dieser Versager Gustav ihn umbrachte. Außerdem, warum sollte sie sonst im Lager gewesen sein? Ja, du könntest recht haben, Bruderherz. In dem Fall müssen wir sie verhören und herausbekommen, was sie weiß. So ist es, Carlo. Das werden wir. Wir sollten unseren Jungs Bescheid sagen, damit sie es weitergeben. Alle sollen die Augen offen halten, bis sie den Wagen gefunden haben.